Das Chaos rund um Griechenland wird immer größer. Kommt die Volksabstimmung nun oder kommt sie nicht? Offenbar versuchen nun auch führende Parteikollegen von Ministerpräsident Papandreou, ihn davon abzuhalten, das Referendum einzuberufen. Im Vorfeld des G20-Gipfels in Cannes wurde gestern Tacheles gesprochen, wenn die Griechen eine Volksabstimmung einberufen und dabei die Sparpläne ablehnen, dann sind sie raus aus dem Euro, hieß es gestern in Cannes. Die Unsicherheiten nehmen also weiterhin zu und das ist natürlich kein guter Nährboden für den Aktienmarkt. Der DAX im Minusbereich 0,7%, 5.924. Allerdings muss man auch sagen, dass die Handelseröffnung schon deutlich tiefer lag. Wir haben also nahezu 100 Punkte wettgemacht seit den Tagestiefständen. Das Thema rund um Griechenland ist so beherrschend, dass dabei etliche Unternehmensergebnisse von DAX-Konzernen fast in den Hintergrund rücken, obwohl sie das gar nicht verdient haben. BMW beispielsweise mit sehr soliden Zahlen. Man schlägt die Erwartungen der Analysten, man bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr, die Aktie mit einem Plus von rund 2%. Ebenfalls gute Zahlen von Adidas. Dort hebt man sogar die Prognose für das Gesamtjahr leicht an, weil das Geschäft in den Schwellenmärkten gut läuft. Trotzdem, die Börse honoriert es nicht so richtig. Adidas größter Verlierer mit einem Minus von 2%. Ja, und bei Metro, da setzt man ein Fragezeichen hinter die Gesamtjahresprognose. Die werde nur zu erreichen sein, wenn man ein richtig gutes Weihnachtsgeschäft habe. So heißt es aus Düsseldorf. Was machen die Anleger hier in Stuttgart an der EUWAX? Nun, ein etwas ausgeglichenes, wenig aussagekräftiges Bild. Gekauft werden sowohl Puts als auch Calls. Nachhaltig dagegen ist die Nachfrage in BMW Calls. Dort haben sich die Anleger bereits gestern positioniert im Vorfeld der Zahlen. Heute mit dem Kursaufschwung bekommen sie recht, stocken ihre Position teilweise aber auch weiter auf.